Ihr wart abwehrtechnisch gut unterwegs. Du bist mit 15 Blocks immer noch, obwohl ihr im Endeffekt nur 6 Spiele gespielt habt, der beste Blocker der WM geworden. Wurmt, oder wie sehr wurmt einen das, dass man dann im Endeffekt doch rausgeflogen ist, obwohl man defensiv so eine gute Leistung gezeigt hat? Es wurmt mich überhaupt nicht. Individuelle Statistiken oder irgendwas interessiert zum Glück keinen und zählt auch nicht. Ist ein Mannschaftssport. So Statistiken lügen auch, ob man ein gutes Spiel gemacht hat oder kein gutes Spiel gemacht hat. Von daher ist das egal, nur der Teamerfolg zählt und den hatten wir leider nicht. Jetzt muss man aber sagen, auch wenn ihr ausgeschieden seid, auch wenn das natürlich traurig ist, hieß das im Endeffekt, dass du quasi eine Woche mehr Urlaub hattest und eine Woche mehr frei. Hast du die genutzt? Ja, klar habe ich die genutzt. Ich musste ein paar Sachen noch regeln. Ein paar Sachen, die sich so über die Zeit aufgestaut haben, die man dann einfach mal in der Zeit annehmen konnte, die paar Tage, die man dann mehr frei hatte. Und so Zeit lässt man dann nicht ungenutzt. Also hast du auch ein bisschen Freizeit, um ein bisschen zu entspannen, das aus deinem Kopf rauszukriegen? Ja, bin dann gleich in den Alltag wieder übergegangen. Wie gesagt, da waren ein paar organisatorische Sachen, die man einfach machen muss. Und war einfach mal schön, die Sachen sich dann vielleicht auch so abzulenken, aber einfach solche Sachen auch zu klären. Hast du dich noch weiter mit der WM beschäftigt? Hast du noch ein paar Spiele geguckt oder hast du es dann wirklich versucht, komplett auszublenden? Ich habe nichts weiter geschaut, mich dann nicht mehr so interessiert und habe dann andere Sachen gemacht, wusste auch, dass es bald dann weitergeht, dass jetzt neue Aufgaben auf mich zukommen und da heißt, darf man nicht mit alten Sachen an sich schadern oder da muss man abhaken und dann geht's weiter. Gehen wir nochmal kurz zum Kroatien-Spiel. Da musstest du ja dann in der Abwehr auf einmal gegen Željko Musa stehen, mit dem du sonst zusammenspielst. Wie ist das als Profi, wenn man dann in der Nationalmannschaft auf einmal einen Kameraden trifft in der Gegenmannschaft, mit dem man sonst eher hinten verteidigt? Gar kein Unterschied. Im Training spielen wir auch gegeneinander. Da sind auch spielähnliche Bedingungen. Auf dem Spiel war es dann genauso. Ein bisschen komisch war es trotzdem, dass Željko neben mir gestanden hat und ich dann gesagt habe, Željko, geh mal vor, verteidige den mal. Aber war dann ja Angreifer. Aber sonst es ist gar kein Unterschied. Man spricht dann ja auch nicht miteinander, man ist dann gegeneinander und das ist auch gut so.